Das hier sind Clover Wonderpins und mit diesen Wonderpins stecke ich hier gerade mein Quilltop zusammen. Warum das so einfach geht, das seht ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Und das sind die Clover Wonderpins. Die Clover Wonderpins haben eine Nadel, die federnd eingelassen ist und insgesamt 32 mm lang ist. Der ganze Pin hat eine Länge von 32 mm. Der obere Teil ist aus Kunststoff. Am Ende der Nadel haben wir eine Griffmulde, sodass wir unseren Clip mit Mittelfinger und mit Daumen greifen können. Dieser ganze Clip ist ergonomisch geformt, sodass wir unseren Zeigefinger genau auf diesen Bogen setzen können und unsere Zeigefingerspitze ist dann in etwa über diesem Knick in der Nadel. Wenn wir mit dem Zeigefinger nach vorne wandern, wird unsere Nadel zur Nadelspitze hin, so, sehr flach. Aber ein bisschen breiter, sodass wir hier Druck ausüben können mit unserem Zeigefinger. Unsere Nadel ist auch besonders geformt. Unsere Nadel ist gerade, hat einen Knick und dann wieder gerade. Etwa 30 Grad, denke ich. Und sie hat ein sehr langes Aufnahmestück für die Nadel. Wenn wir unseren Clip schließen, wird unsere Nadelspitze mit diesem Kunststoffelement sehr gut gesichert. Der Clover Wonderpin lässt sich mit einer Hand bedienen. Wir haben diesen ersten geraden Teil der Nadel und den schieben wir einfach in unseren Stoff. Und zwar so, dass wir diesen Winkel noch sehr gut sehen, also nur ein Stückchen. Wenn wir das haben, kippen wir unseren Pin auf die untere Linie und dann können wir das ganz einfach durchwippen mit einer Hand. In der Mitte unseres Pins haben wir diesen, so haben wir diesen Winkel. Und über diesen Winkel wippen wir. Über diesen Winkel können wir die Nadel wippen und somit schließen und öffnen. Wir können das, wie ich jetzt, weit hinten greifen. Wir können auch versuchen, mehr Kontrolle zu bekommen, wenn wir vorne greifen. Wichtig ist nur, wir wippen über diesen Winkel. Und wenn wir das hier machen, wir wippen über den Winkel, haben wir unsere Nadel schon geschlossen und sie steht wunderbar gerade, sie hängt nicht irgendwie komisch rum und wir haben Farben, die wir gut sehen können. Ich habe hier jetzt ein Linealfüßchen eingespannt und egal wo ich jetzt, wie nah ich jetzt an meinem Füßchen bin, wenn ich jetzt tatsächlich, okay, da hängt man nicht, aber sagen wir mal, wir hängen so richtig blöd genau vor dem Füßchen, dann können wir unsere Nadel immer noch über die Wippe öffnen und herausziehen. Ganz ohne Probleme. Egal, an welcher Seite vom Füßchen wir da hängen. Selbst wenn wir jetzt hier ankommen, was wirklich eine ungünstige Stelle wäre, können wir das Ganze immer noch, komm her, greifen. Jetzt kann man es nicht mehr sehen, wie ich dann greife. So greifen und öffnen. Egal, wo wir da an unserem Füßchen hängen, selbst wenn wir so unter unserem Füßchen landen, wir können das immer, komm her, mit einer Hand, hier mag sich das jetzt nicht mehr schließen, aber das schließt man so ja auch nicht, mit einer Hand bedienen. Unsere Nadel lässt sich sehr, sehr leicht wieder aus dem Stoff herausziehen. Da wippen wir einfach nur und ziehen das Ganze zurück. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Patchen und Quilten. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.